Herzlich willkommen bei mir, The Rocks, der Nachteule. Jetzt wieder mit The Room, dem zweiten Kapitel, glaube ich. So, diese drei Siegel verwehren mir den Zugriff auf den Inhalt der Kiste. Dann suchen wir mal nach Hinweisen. Okay, Zahlenschloss. Ah, okay, so ein Rätsel. Sieht creepy aus. 257 soll da unten sein. Ich kann die Kiste nicht so weit drehen, dass ich das sehe. Oder soll das wirklich 0257 sein? Nee. Sieben. Jetzt sind wir näher dran. So, hier oben, das wäre ja klar. So, 27. Na. Alles eine Frage der Perspektive. Ah, 2576. Und ein weiteres Rätsel. 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen, aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objektes ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos wären, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von der dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Okay. So ein Fächerchen. Mach's auf. Ah, was haben wir denn hier? Drei Punkte. Inventarobjekt, ein altes ledergebundenes Buch. Der Buchdeckel wirkt sehr verziert. Verziert ist gut. Ein Rätsel. So, Büchlein, öffne dich. Ah, hier steht nochmal das seltsame Wort schon dasselbe. Haben wir hier nur Striche? Nee. Oben rechts, also das Kreuz. Und
war's das schon? Ja, hier ist es nur spiegelverkehrt. Aber es gibt kein anderes. Okay. Sehen wir hier oben noch etwas? Ein Zierkreuz oben links. Ja, da haben wir auch das andere. Könnte das gemeint sein? Dann wie ein Dreizack unten rechts. So, und das letzte finden. Könnt ihr auch raten? Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Der hierfür ist? Nee. Hierfür? Auch nicht. Es riecht verbrannt. Ob hier irgendwas rein müsste. Sieht aus wie ein Filmapparat, wie so eine Filmdose. Das könnte doch passen, oder? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hier hätten wir noch... irgendein Wort. Ein Wort mit vier Buchstaben. Wo haben wir denn den Brief? Gold? Null? Versuchen wir es einfach mal. Okay. Auch nicht. Eine dreieckförmige Anpassung. Und mal alles anklicken. Gucken, was sehen wir denn noch hier durch? Irgendwie nicht viel. Wir haben einen Schlüssel und wir haben irgendwas zum mechanisch aufziehen. Und wenn ich das aufziehen will... ach so, da scheint ein Knauf oder so drauf zu kommen. Ach, was haben wir denn hier? Ein kleines Stück Baumwolle, das nach Petroleum duftet. Aha. So, hier muss noch irgendwas zwischen. Okay, das hätten wir schon mal.
Und du kannst sagen. Sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Ah, hihi. Okay. Langsam wird ein Schuh draus. Gibt zwar immer noch den Schlüssel, wo wir nicht wissen, wofür. Okay. Dass hier oben nichts sein soll, glaube ich nicht. So. Muss auch irgendwo was versteckt sein. Wir haben jetzt das würde so perfekt da reinpassen. Können wir denn hier für ein Wort bilden? Roll. Das muss ja irgendwas mit dem Buch vielleicht auf sich haben. Wo ist denn das eigentlich? Ach, das Buch ist weg. Dann schauen wir auf das Papier. D, steht da irgendwas? Ah, es. Ich würde das gerne mit dem Mausrad betätigen. Aber das geht nun mal leider nicht. Was machen wir denn jetzt? Adam und Eva? Nee. Hier ist ja auch irgendwas, aber das lässt sich auch nicht bewegen.
Nee, Room ist es auch nicht. Oder ist es jetzt... Nee, ich dachte gerade Open. Das ist echt nicht einfach. Also ich finde es jetzt gerade nicht einfach. Genau das Richtige für mich. Mal wieder so ein bisschen zum Grübeln zu kommen. Was haben wir denn hier? Oder hat er mir jetzt echt nur den Hinweis gegeben, dass ich da nicht... Los. Ist das Lösungswort etwa los? Geht das hier überhaupt? Nee. Was haben wir noch? Ich versuche gerade irgendwas darauf zu erkennen, leider ist das Video immer so kurz. Die Klappe hier macht mich stutzig. Das ist wahrscheinlich wieder total simpel, wenn man weiß, wo man zu suchen hat. Im Brief kann ich also nicht gucken. Trial. Da tut sich schon was. So, die Mitte ist wieder fix. Aber jetzt schwer hier. Für mich sieht's richtig aus. Nee, da. Da war es verkantet. Schon wieder. Boah, das sieht alles so gleich aus. Ja. Jetzt haben wir auch das Wort. Guck mal, das T steht schon richtig. Trial.